Ich hatte immer Zweifel gehabt für mein Leben. Als Kind, ich habe nie solche Idee gehabt, oder Künstler zu werden. Ich wusste nicht, was aus meinem Leben werden konnte. Ich habe mir gedacht, also, vielleicht ich muss mein Leben also für meinen Vater opfern. Ryokatos Arbeiten stellen was völlig Eigenständiges in der Kunstwelt dar. Das ist viel mehr als eine Arbeit oder viel mehr als ein Hobby. Das ist, glaube ich, wirklich Lebenselixier. Mein Name ist Ryokato. Ich komme aus Japan und ich bin Künstler und ich lebe seit 1998 in Berlin. Ich bin in Japan geboren. Ich bin erstmal in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und mein Vater war Keramiker. Also er hat so ein japanisches Porzellan gemacht. Und meine Mutter ist Schmuckdesignerin, aber damals, also als wir noch also Kind waren, Hausfrau. Meine Mutter erzählt mir immer noch, also als ich klein war, zum Beispiel, ich konnte mit Bleistift und Papier 2-3 Stunden ganz allein in einem Raum sein. Und sie fand manchmal so gruselig, weil ich also kein Geräusch gemacht hatte. Und meine Mutter musste manchmal so ins Zimmer reinschauen, und weil sie dachte, ob ich noch lebe oder nicht. Zum Künstler zu werden, mein Weg war wirklich also schon sehr schwierig, weil meine Eltern nicht unbedingt mein Talent so gefordert hatten. Eher im Gegenteil, also mein Vater hat plötzlich mir ein Brettspiel beigebracht. Dieses Brettspiel heißt Go und das ist ein asiatisches, sehr altes Spiel, ja, so wie Schach, aber das ist noch komplizierter eigentlich. Dieses Brettspiel hat mein Leben sozusagen erstmal ganz durcheinander gebracht. Ja, also ich habe gar nicht gerne gespielt und ich hatte überhaupt keinen Spaß eigentlich. Er hat später mir erzählt, dass ich eigentlich das lernen wollte. Aber ich weiß ganz genau, das war nicht so. Mein Vater hatte noch viel größere vor mit mir. Er wollte, dass ich ein professioneller Go-Spieler werde. Und deswegen, er wollte sogar, dass ich also meine Familie verlasse und dann bei einem Go-Spieler in Tokio also zusammenwohne, um täglich zu lernen. Das war einfach für ein 8-jähriges Kind sehr hart, ne? Diese Entscheidung. Also ich war sozusagen Naturkind. Ja, unsere Heimat liegt also bei Gebirge und schon sehr schöne Natur. Tokio ist also so eine große chaotische Metropole und dieser Unterschied war für mich also richtig schlimm. Und ich habe wahnsinnig meine Familie vermisst und auch Natur und meine Heimat. Also ich war insgesamt 7 Jahre bei dem Lehrer. Das war wirklich eine sehr harte Zeit für mich. Und wenn ich irgendwie etwas zeichnen wollte, ja, also dann Mitschüler hat mich geschimpft und deswegen das war auch nicht erlaubt. Und das war also für mich also am schlimmsten. Ja, also ich hatte so eine Leidenschaft und Spaß gehabt, also mich zeichnen und malen. Ich hatte so eine Art Schuldgefühl für meine Eltern, weil meine Eltern wirklich so viel Hoffnung gesteckt hatten und dann also auch Geld investiert für mich. Und dann konnte ich irgendwie wegen schlechter Gewissen nicht so aufhören. Dann hatte ich wirklich keine Ahnung, also wie mein Leben wird. Dann kam es so ein Wendepunkt, und zwar als ich 14 war. Also ich war in einem Buchladen. An dem Tag war es etwas Besonderes, also ich hatte plötzlich Interesse für Kunst also bekommen. Dann habe ich also einen Kunstkatalog in Hand genommen. Das war zum ersten Mal in meinem Leben. Und das war ein Katalog von Claude Monet, also vom Impressionismus. Und als ich also diesen Katalog aufgemacht hatte, dann plötzlich, also ich hatte so eine Begeisterung, also ich habe Gänsehaut bekommen. Ja. Und seine Landschaftsmalerei haben mich halt so begeistert. Und ich habe wirklich also so kurz also Tränen bekommen. Nach diesem Tag, ich habe also vor dem Einschlafen immer versteckt unter der Decke diesen Kunstkatalog also reingeschaut. Und das habe ich wirklich jeden Tag gemacht. Da ist mir klar geworden, das ist eigentlich mein Weg. Also ich muss unbedingt Künstler werden und ich möchte auch so eine Bilder malen. Und das war mein Wendepunkt. Thank you.
als ich dieser Wendepunkt gehabt hatte, da habe ich zum ersten Mal wirklich so konkreten Grund bekommen, ja, also um diese Ausbildung aufzuhören. Genau, da habe ich meinem Vater gesagt, gleich, also ich möchte nicht mehr Go-Profi werden, sondern Künstler werden. Ja, und er hat gesagt, also, naja, was soll das, ich, also wir haben so viel also für dich investiert und du hast so lange Go gelernt und dann, genau. Also er hat gar nicht mal mit mir diskutiert. Meine Mutter hat einfach mich also von dem Go-Profi abgeholt und dann sie hat mich sozusagen befreit. Was ich in meiner Kindheit erlebt habe, ja, das hat mich so geprägt. Daraus habe ich viel gelernt und das ist ich in den Maßstab geworden für meine Erziehungsmethode. Ja, ich versuche es wirklich meinen Kindern Freiheit zu geben. Ich wünsche mir nur, dass die Kinder später also so denken, ah, ich hatte eine schöne Kindheit und ich habe jetzt viel Kraft also für mein Leben. Wenn ich ihn als Mensch beschreiben würde, dann würde ich sagen, dass er sehr fürsorglich ist und sich sehr viel Gedanken um andere macht und seine Familie und seine Kinder. Ich finde, er ist ein großartiger Vater. Beide Kinder lieben ihn total. Nach dieser Befreiung, dann habe ich wirklich also endlich mein eigenes Leben angefangen. Ja. Dann, ich hatte wirklich Freiheit. Also ich konnte so leben, wie ich wollte. Bei dem Go-Lehrer zum Beispiel, also keine andere Beschäftigung außer Go-Spiel erlaubt. Zum Beispiel, die Schüler durften nicht mal Bücher lesen oder Fernseher sowieso nicht. Als ich in meiner Heimat war, also das war so wie für mich so wie ein Paradies irgendwie. Wenn ich jetzt aufs Zeichnen wollte, und dann durfte ich auch zeichnen. Das war für mich unglaublich, also so besonders. Dann habe ich ein Jahr später also mit Gymnasium angefangen. Und ja, dann habe ich wirklich also immer sehr diszipliniert und eifrig, also genau, Kunst gelernt. Interessant finde ich, dass er der Strigent verfolgt, ne? Also der malt nicht irgendwie nachts mit irgendwie Musik und Alkohol oder so, sondern das hat schon was sehr Ruhiges und was sehr Konzentriertes. Ich glaube, so zweiter Wendepunkt war so für mein Leben war wirklich so als Live, also diese Naturzerstörung erlebt habe. Also in meiner Heimat, also Dorf, ein ganzer Berg war abgeholzt. Ich war so begeistert von Natur und das war einfach auf einmal weg und das hat mir so wehgetan. Das hat mein Auge aufgemacht und dann habe ich irgendwie mir gedacht, ich muss irgendwas dagegen tun. Meine Sprache war also Kunst. Ich wollte etwas Eigenes schaffen. Man braucht einfach nur in die Zeitung zu schauen, dann sieht man automatisch, was sich auf dem Bild bewegt, lebendig bewegt und hat praktisch einen Identifikationspunkt direkt aus dem Alltagsleben hin zu seinen Werken. Und den hat jeder Betrachter, jeder Besucher von der Ausstellung bei ihm und wird immer wieder darauf hingewiesen, passt bitte drauf auf, was mit eurer Welt passiert. Eigentlich, also ich sollte direkt nach Deutschland gehen, aber ich habe schon 2 Jahre lang also Französisch gelernt und ich habe gut vorbereitet. Und dann nach dem Gymnasium bin ich nach Paris gegangen. Die Künstlerin in Paris hat mich nicht so stark angesprochen. Dann bin ich also nach Berlin gegangen. Während meines Studiums, also ich hatte meine erste Ausstellung gehabt, als ich 24 war. Also mein Ziel war, möglichst schnell irgendwie eigenes Stil zu finden. Jedes Jahr, ich hatte so Kunstmesse, Teilnahme und genau, immer so weiter sich entwickelt, auch meine Karriere. Dann vor einigen Jahren hatte ich so Gefühl, jetzt kann ich so leisten. Dann habe ich mit meiner Frau also sozusagen also entschieden, außerhalb Berlin also ein Haus zu kaufen und ein großes Atelier zu bauen. Also er steht morgens früh auf und frühstückt und dann macht er einen Kaffee und bereitet sich quasi vor und geht ins Atelier und beginnt dann eigentlich. Also oft sitzt er auf seinem Sofa und trinkt seinen Kaffee und entweder schaut er sich die Bilder an sehr lange, die dann hier hängen oder eine Skizze und dann beginnt er eigentlich.
Dann gibt es sozusagen Phasen, die sehr, sehr konzentriert sind. Und das sind meistens schon die Phasen, auch wenn er die abstrakten Elemente malt. Und das finde ich auch ganz interessant, weil als ich ihn kennengelernt habe, war ich sehr oft im Atelier. Ich habe dann auch oft im Atelier irgendwie gearbeitet, was geschrieben, weil ich sehr viel schreiben muss. Und immer wenn er also diese abstrakten Elemente gemalt hat, musste ich den Raum verlassen. Er hat irgendwie so eine sehr, sehr, sehr hohe Konzentration erfordert. Und bei diesen kleinteiligen, feinen, also sozusagen die realistischen Szenen durfte ich drin bleiben, weil das für ihn sozusagen eher eine leichte Übung einfach ist oder war, ja. Erst vor ungefähr 2 Jahren ist mir klar geworden, Go-Spiel hat meine Kunst sehr viel beeinflusst. Zum Beispiel, ich sitze am Anfang sowieso fast 1 Stunde mindestens, ja, und vor dem Bild. Und also ich mache Gleiches wie Go-Spiel. Dann mehrere Varianten gibt es im Kopf. Dann ich versuche es, also eine beste Variante genau rauszunehmen. Wenn ich also wirklich also Werkzeug in Hand nehme, dann geht es ganz flüssig, weil ich schon alles im Kopf vorher geplant habe. Mich persönlich beschäftigen bei den Arbeiten von Rio Kato eben tatsächlich die Farbigkeit, diese lebendige Farbigkeit und das ständige Bewegtsein im Bild. Man ist dauernd in seinen Bildern mit unterwegs, kann eigentlich von einem Bildgegenstand zum nächsten gleiten und wird ganz sicher ständig was Neues entdecken. Ich bin ständig auch immer wieder magnetisiert, gehe wieder vor ein bereits von mir erkanntes und beforschtes Bild und werde jedes Mal doch wieder fündig. Ich versuche es in einem Bild so auszudrücken, so wie ein Orchester. Ja, da verschiedene Instrumente, also machen verschiedene Klang und das macht insgesamt so ein schönes Musikstück. Der Wiedererkennungswert der Werke von Rio Kato liegt für mich darin, die Farben fließen ineinander, es gibt Farbenmeere, dabei entstehen kleine Inseln und dann eben kommt das Bildrepertoire auf die Bilder, also seine ihm eigene Bildgegenstände. Das heißt, diese Linien, die entstehen, diese Art Zickzacklinien, wie wir es auch nennen, oder so vieles mehr, was Rio Kato für seine Arbeiten tatsächlich gefunden hat und was wir immer wieder, wenn wir uns in seinen Bildern bewegen, wiederfinden können. Diese, also sozusagen Zickzacklinie, das ist also wirklich meine individuelle Linienführung. Ganz verrückt ist, also meine Mutter ist Schmuckdesignerin und eigentlich ich hatte nie so richtig ernsthaft oder ihre Sache unter die Lupe genommen. Aber einmal, als ich wieder in Japan war, habe ich ihre Sache gesehen. Dann ich war wirklich eher so überrascht. Sie hat auch so eine ähnliche Zickzacklinie in ihrem Schmuck. Also diese Kunst ist, glaube ich, extrem wichtig. Und ich glaube, würde man Leo die Kunst wegnehmen, dann wäre alles total schwierig. Und das ist viel mehr als eine Arbeit oder viel mehr als ein Hobby. Das ist, glaube ich, wirklich Lebenselixier. Ich könnte mir auch irgendwann mal vorstellen, was anderes zu machen. Aber ich glaube, er kann sich für sein Leben gar nicht vorstellen, was anderes zu machen als zu malen. Kunst war einfach immer mein Ausdruck gewesen. Und ich wollte wirklich gegen diese Umweltzerstörung und Probleme etwas tun. Meine Kunst sollte irgendwie anders sein, so zum Nachdenken. Manche Leute interpretieren so und andere interpretieren so. Diese Denkweise muss von sich selbst rauskommen. Und ich wünsche mir wirklich, dass meine Kunst irgendwie so anders wird, so nachzudenken. Und am besten Fall, dass man irgendwie Lösung für bestimmte Problematik oder für sich etwas findet. Das kann, also jeder kann ein bisschen so selber
überlegen, also wie weit man ja, also für Umweltschutz oder beitragen kann. Und die Entscheidung liegt da an eigenem Hand.